Ja, hallo und schön, dass ihr dabei seid bei meinem Vlog von der Gamescom. Ihr seht noch, das ist noch gar nicht Gamescom. Nein, das ist richtig, ich bin noch daheim. Ich habe praktisch hier den Koffer schon gepackt, beziehungsweise bin gerade noch ein bisschen dabei. Und dann geht's auf Richtung Gamescom. Ich werde euch dann einfach ein paar Bilder jetzt von der Gamescom zeigen, ein paar Impressionen, was euch so erwartet und was ihr so da gesehen hättet oder habt vielleicht auch. Und ich hoffe, ich habe so ein bisschen was einfangen können oder werdet es einfangen können. Und dementsprechend wünsche ich ganz viel Spaß und jetzt gehen wir los. Also auch am Pressetag ist hier in der Halle immer ein bisschen gechillter, kann man sagen. Da ist sozusagen standesgemäß immer die PlayStation-Abteilung und Fraktion sehr groß. Mit Detroit Human, dann ist GT Sports, also Gran Turismo ist am Start. Uncharted gibt es auch eine große Fangemeinde. Also auch da findet man immer wieder was. Und obwohl weniger los ist, weil hier heute so der Tag halt ist, muss man aber sagen, selbst jetzt ist immer noch so, dass ich hier den einen oder anderen Weg gehen muss. Und es gibt schon Schlangen, die werden schon langsam extrem lang. Also das steht mir heute auch schon mindestens ein, zwei Stunden an. Jetzt muss ich ein bisschen schreien, aber ihr seht, da kommt Call of Duty. Das gefällt mir. Guter Mann. Call of Duty auch immer stark am Start. Und Blizzard natürlich auch hier in der Halle. Sehr, sehr groß. Auch da ist man bei Blizzard immer gut dabei. Wenn ich da jetzt hinkomme, dann sehe ich, da mache ich auch noch mal einen kleinen Schwenk für euch. Da seht ihr hinter mir World of Warcraft, Hearthstone, ganze noch Overwatch und Diablo. Also der Blizzard-Stand macht auch fast die halbe Halle aus. Also das ist schon extrem. Naja, schauen wir mal weiter. Und man sieht auch wieder mal, im echten Leben haben immer die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln. So wie hier Nils in dem Fall. Ja, das hat ihm noch kein Spiel so viel Spaß gemacht wie der Farming Simulator. Ich glaube, du musst doch irgendwas anschalten. Ich hätte dich da. Ach, und ganz wichtig, er hat auch Samen schon bekommen. Also da sieht man mal, dass auch die Nachhaltigkeit auf der Gamescom ganz klar gewährt ist. Ubisoft hat dieses Jahr wieder wahnsinnig hoch gepokert. Unfassbar. Far Cry ist am Start. Far Cry ist heute schon eine Schlange, die heute schon wirklich lange. Will gar nicht wissen, wie das jetzt am nächsten Tag ausschaut. Der nervigste Stand, der absolut nervigste Stand. Dance Dance Revolution, Let's Dance Battle, Dance Dance, Dance Dance. Keine Ahnung, irgendwie kommt jedes Jahr ein neues Dance-Spiel raus und jedes Jahr ist es auf der Gamescom gleich nervig. Ansonsten, auch Assassin's Creed ist groß und beliebt, kann man sagen. Ein Spiel, auf was ich mich freue, das sehen wir jetzt gleich. Habe ich vorher beim ersten Mal so viel noch gar nicht gesehen. Habe ich aber unfassbar Bock drauf, weil ich habe das als Kind immer gespielt. Und zwar Ace Combat. Ace Combat, Fliegerspiel, hat mich früher schon immer geflasht und gekickt. Und ja, da muss ich natürlich auch das Jahr mal schauen, was da so geht. Schön an der Gamescom, man sieht immer neue Leute. Das Schönste, das andere Schöne ist, man sieht immer die gleichen Leute. Was nicht so schön ist, wenn man gleiche Leute sieht, die man eigentlich gar nicht sehen will. Ja, ich zum Beispiel.
Ja, und eine schöne Sache an diesem YouTube-Twitch-Leben, sage ich mal, ist hier der Bereich, wo ich gerade bin. Und zwar führe ich mal schnell ein wenig rum. Das ist eigentlich, hier oben sitze ich auf einem schönen Balkon und unten, da seht ihr, ist die Twitch-Partner-Lounge. Das heißt, da dürfen nur so in Anführungszeichen Wichtige, wie ich. Warte, ich zeige mal, ich habe da hier ein Bändchen bekommen. Und das muss ich jetzt auch die nächsten 4 Tage aufbewahren. Weil wenn ich dieses Bändchen nicht habe, dann darf ich nicht mehr rein. Das ist natürlich nicht so cool, weil ich mag keine 4 Tage lang Bändchen tragen. Ich habe ja mal gesagt, so was passiert, wenn mir das so auf magische Weise runterfällt. Und dann, ja, da geht es schon klar. Auf jeden Fall ist es cool. Es gibt hier ein bisschen was zu trinken. Und Cappuccino und sonstiges. Kleinigkeiten halt. Und man kann sich halt einfach ein bisschen mal hinsetzen. Und da hinten ist auch eine Bühne noch. Also auch der Twitch-Partner wird hier ein bisschen versorgt. Das ist ja ganz schön, dass man auch so da so ein bisschen, ja, ich sag mal, Wertschätzung bekommt, dass man dann sagt, okay, der hat hier irgendwie, der macht das für uns, also machen wir auch was für ihn. Das finde ich cool, das freut mich und ich werde auf jeden Fall jetzt noch so ein bisschen hier mal rumchillen und ein bisschen was trinken. Vielleicht gibt es noch ein Käffchen. Also auch auf der Gamescom ist der PUBG-Hype real. Auch hier gibt es PUBG unfassbar. Also hier ist der DSL-Stand. Der ist auch jedes Jahr, wird gefühlt auch immer größer. Das ist unfassbar. Und ja, Battleground ist da hinten. Könnt ihr jetzt leider schlecht sehen, tut mir leid. Auf jeden Fall auch da. Warte mal, ich gehe einfach mal hin. Dann seht ihr auch das. Dann gibt es hier das. Das ist immer peinlich, wenn man Spiele gar nicht kennt. CSGO, also hier ist alles so, da ist Final Fantasy, auch der, da ist was da und wie gesagt, kann man leider nicht zeigen, weil Battlegrounds kein Spiel ab 12 ist, deswegen ist das hier nur in einer abgedichteten, abgeschotteten Halle, aber auf jeden Fall ist auch Battlegrounds omnipräsent, auch auf dem Xbox-Stand, weil auch das für die Xbox jetzt rausgekommen ist, also ich sag mal so, wartet, was dieses Spiel zuletzt so mit sich gebracht hat. Ansonsten wird hier viel gegessen, viel geschlemmt. Ich werde jetzt die nächsten Hallen mal aufmachen. Meine Füße machen mir langsam fertig. Aber ich habe ja schon den Twitch-Lounge für mich entdeckt. Das heißt, wenn ich da mal ein bisschen K.O. bin, dann werde ich da auf jeden Fall mal ein bisschen entspannen. Auch Cosplays sind wir wieder weiter am Start. Die Dame ist nicht angezogen, kann man sich, also auch fürs Auge ist immer noch was gegeben. Ja, und ich würde sagen, ich schaue jetzt mal weiter, mal schauen, was noch so kommt. So, in der Halle, wo ich mich jetzt befinde, war schon naturgemäß schon eigentlich immer eher so die Hardware am Start. Das heißt, man sieht hinter mir Team Expert, also der Expert ist auch natürlich da. Dann Samsung mit dem VR-Gear war auch schon immer unfassbar groß und da war auch wohl immer wirklich viel dafür getan, dass man schön lange Schlangen hinbekommt. Vive ist da, Aorus, also Gigabyte ist am Start. Also da ist überall ein bisschen was gegeben und los. AMD mit Ryzen. Schön ist, man muss nicht so ganz viel. Danke. Ja, und man kriegt auch immer von hinten Damen Codes in die Hand gedrückt oder irgendwas. Weiß ich nicht, Fortnite. Ich hab's mir ja gekauft, aber noch nie so wirklich gespielt. Vielleicht sollte ich das endlich mal ändern. Und hier, da wird live gezockt. Also, oh, oh, oh. Ich sehe noch was Geiles, das will ich euch noch zeigen. Da wird noch gedanced. Pass auf, das müssen wir uns anschauen. Also, ich glaube, in den Damen im Hintergrund, da kann man den ganzen Tag hier verbringen. Gute Laune, gute Outfits, schöne Frauen. Was will man mehr? Gamescom ist also nicht nur was für Nerds und Geeks, so wie mich, sondern auch was fürs Auge. Wie gesagt, das ist immer wieder toll, immer wieder schön, auch die Cosplayer zu sehen, die richtig viel Aufwand in ihre Outfits stecken. Und ja, ich bin sehr gespannt, was hier noch so ist.
jedes Jahr wieder ein Highlight für mich, diese Halle hier, in der ich mich gerade befinde. Weil da gibt es endlich mal wieder ein bisschen Retro-Games. Retro-Games? Und ich liebe es. Ich liebe es abnormal. Besonders da, jetzt kommen wir da an Automaten vorbei. Ich zeige euch mal, eins wollte ich euch zeigen, das ist so ein Spiel aus meiner Jugend, Kindheit. Daytona USA. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Allein schon nur diese alten Spiele wieder mal zu sehen, weil die hatten wir ja lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Einfach nur mal, dass es die sozusagen nach wie vor gibt, dass die irgendwo zelebriert und gelebt werden. Das ist so nach wie vor, ich habe es bei jedem Video und jedem Jahr gesagt, nach wie vor für mich so immer so das kleine, aber doch vorhandene Highlight auf jeder vorhandenen Gamescom. Ganz ehrlich, neue Spiele kommen raus, die sind wie Sand am Meer. Manche sind besser, manche sind schlechter. Das ist immer das Gleiche. Aber wenn ihr diese tollen Spiele, die es so mal gegeben hat, die viele ja gar nicht mehr kennen, es gibt ja wirklich Zuschauer, keine Ahnung, die sind 12, 13 und können ja mit Retro-Spielen ja mal gleich gar nichts anfangen. Also da muss man sagen, da geht Ding an denen echt viel Gutes verloren und vorbei. Und deswegen für mich so ein ganz klares Highlight auf jeder Gamescom. Der sportliche Betätigung darf hier auch nicht fehlen. Ihr seht, hinter mir ein spannendes Headies-Match. Headies ist im Prinzip Tischtennis, nur mit dem Kopf. Und das ist also nicht nur die ganze Zeit die Finger anstrengen und so, sondern nein, auch hier so ein bisschen da sich betrüben. Wenn ihr euch aber das zu langweilig ist, weil ja, nee, Kopf ist nichts für mich, dann kann ich euch den hier empfehlen. Da könnt ihr dann ein bisschen tanzen. Es hat zwar nichts mehr mit Tanzen im klassischen Sinne zu tun, aber es schaut unfassbar lustig aus. Also für mich ist es aber nichts. So wie jedes Jahr gibt es auch hier Stände, die natürlich immer wieder dann da kommen. Und zwar hier ist dieser Stand von dem, ich glaube, von dieser Bundeswehr-Simulator. Das ist ein sogenanntes Pay-for-Win-Game. Das heißt, die bezahlen euch und ihr müsst gewinnen. Das wäre das Schönste. Wenn nicht, ist Game Over, aber das ist recht lange. Aber wer Bock hat, hier Noob oder Rekrut, der verpflichtet sich einfach mal ganz entspannt, wenn er gerade so eine Schnitzelsemmel reingezogen hat, einfach mal für 10 Jahre, dann passt es auch. Also wer gerade Zeit und Lust hat, einfach mal schnell zum Bundeswehrstand. Ich würde sagen, Offizierslaufbahn, gib ihm. Ein Spiel, das von so vielen geliebt wird und ich als einziger Mensch, glaube ich, in Deutschland nicht verstehe, ist der Landwirtschaftssimulator. Auch ist ja wieder am Start. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht bin ich der Einzige. Was ein hässlicher Bauer. Alter. Guckt ihn euch an, Alter. Da will man einmal ein schönes, lustiges irgendwas machen und dann passiert das. Und ich habe ihm vorher geschrieben, so wie schaut's aus, ich bin in einem Meeting. So schaut ein Meeting aus in der Spielewelt. Ja, Business is Business. So viel muss sein. Zu Gamescom gehören auch immer irgendwelche Feiern und irgendwelche After-Events und hier zeige ich euch mal heute einen kleinen. Ihr seht, da ist der Eingang hinter mir und da ist praktisch Mittelerde heute angesagt. Also, da sind ganz, ganz viele wichtige Influencer da. Ich bin da keiner davon, sondern gehöre halt in Anführungszeichen dazu und der sieht schon. So schaut das an uns aus. Da wird dann nicht mehr auf der Messe gespielt, sondern da wird dann schön und nett Hartenstern nochmal ausgiebig gezockt. Nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen, sonstiges, sondern hier, da wo es dann wirklich Spaß macht und ja, wo ihr dann der ein oder andere dann da groß testen kann. Und das Allerbeste ist, jetzt wird gezockt. Das ist die allerbeste Arbeitsaufteilung. Jetzt erstmal zocken, ein bisschen hier Cola trinken, Hashtag Sponsor und Werbung, keine Ahnung. Und danach wird dann fett Party gemacht. Ja, ich schau mal, ich hoffe, dass ich da einigermaßen was davon aufnehmen kann. Wir werden es an meinem Zustand dann später erkennen, ob mir die Party Spaß macht oder nicht.
Aber jetzt schauen wir erstmal durch. Jetzt werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen zocken. So, nach dem stressigen Anspielen von Shadow of War muss ich sagen, cooles Spiel. Hat mir echt Spaß gemacht. Gerade einfach, ich mag es so Button Smasher und es geht schon stark in die Richtung, das kann man gar nicht sagen. Da muss man auf den einen oder anderen Knopf stark drücken. Und jetzt kommt sozusagen dann der Nachabend, der Afterwork, sagt man ja so schön. Ihr seht schon hinter mir, da ist schon einiges los. Ich laufe hier auf die einen oder anderen Orks rum. Thematisch total lässig gemacht. Vielleicht kriege ich da noch einen drauf. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt ein bisschen, ich esse jetzt mal was. Werde jetzt ein bisschen hier nochmal, vielleicht mal schauen, was die Party so macht. Und ja, da würde ich sagen, nachher gibt's mehr. Eine der Fragen auf der Gamescom ist ja immer so, wie ist es denn so in der Business Area und was gibt es da so Tolles und was kann man da so machen? Ich bin hier in dem Wargaming-Stand, in der Wargaming-Booth. Da hinten, da sind praktisch die Räume, wo Wargaming, World of Tanks und alles andere präsentiert. Da sitzt da hinten noch hinterhalb gerade das Thema Total War Arena, da sind dann die Entwickler da. Hier sind von Wargaming immer so ganz wichtige Leute da. Was weiß ich, Vice President, natürlich ist auch der Victor Kisley auch mal dann da. Also hier ist immer sehr, sehr viel los. Und man kann sich auch da hinten, sieht man auch ganz gut, da gibt es auch eine kleine Bar, da kann man sich noch mal erfrischen. Und hier wird einfach Business gemacht. Das ist einfach so klar, man wird der Presse was vorgezeigt, aber am Ende des Tages geht es auch ein bisschen um das Thema Kohle. Ja, das heißt, ich werde mich vielleicht noch mal erfrischen und stärken und dann schauen wir, was die Gamescom noch so macht. So, wir haben neben mir praktisch hier drüben die Destiny-Schlange, die ist neben dem Stand, nicht vor mir, wo der normalste Schlange war. Gestern angestanden, seit, was habe ich gestanden? Ich glaube 5 Minuten, heute mehrere Stunden. Ja, es macht wirklich Spaß für normale Spiele oder für Spiele auf die Messe zu kommen, wenn man einfach mal sagt, man will einfach noch mal ein bisschen daddeln. Deswegen, ich kann eigentlich nur empfehlen, an dem Tag heute, wenn ihr nicht das Glück habt, einen Presseausweis oder Fachbesucher zu sein, dann gönnt euch an dem Tag einfach mal so die Indie-Spiele, die man sonst so weniger sieht. Und ja, das ist dann doch so ein bisschen vielleicht angenehm. Essen ist auch ein wichtiges Thema auf der Gamescom. Ihr seht hinter mir, da sind wir jetzt praktisch vor Halle, oh Gott, 8. Da ist auch Wargaming hin und da ist ganz viel zu essen und zu trinken und bei dem Wetter macht es natürlich am meisten Spaß, da schön draußen zu stehen und das ein oder andere Essen zu sich zu nehmen. Ja, jetzt schaue ich mal, was so am Wargaming-Stand vielleicht noch los ist. Da dürfte heute deutlich mehr los sein. Gucken wir einfach mal. So, und für mich als World of Tanks nach wie vor Fan und hier World of Tanks Spieler und Streamer und YouTuber, da ist natürlich der Wargaming-Stand nach wie vor ganz, ganz essentiell. Und ihr seht, hier, da wird schon für World of Tanks angestanden. World of Tanks hat zwei Konzepte das Jahr. Das heißt, da wird die verbesserte Grafik gezeigt und auch die 30 vs. 30 Gefechte. Und damit sind auch schon fleißig am Trinken und natürlich gute Werbung machen für Wargaming. Und irgendwie, da ist, glaube ich, gerade Show, deswegen wird es ein wenig lauter. Aber da schauen wir doch einfach mal rein, was da so am Stand los ist. Ja, da wird gerade gesungen. Dann zeige ich euch einfach mal, was da jetzt so los ist. We'll be right back.
Ja, gerade komme ich aus dem Termin bei Pizza Collection. Und das ist ein Game, wo ich wirklich so ein bisschen selber Fanboy bin, weil ich, das 2001 kam das zweite raus, das ist schon echt 16 Jahre her. Oh Gott, da war ich noch 14. Die Zeit vergeht. Und das ist ein Spiel, da sind 5 feste Entwickler dabei, was ich schon mal ganz krass finde. 5 Entwickler ist schon unfassbar wenig eigentlich. Die machen das jetzt seit Januar und dafür hat das Spiel echt schon gut ausgesehen. Also deswegen sollte das wirklich, wirklich cool werden. Ja, ich freue mich darauf. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich so ein Wirtschaftssimulationsfreak bin. Und ja, darauf freue ich mich wirklich sehr. Hoffe, dass das so klappt und dass sie es so umsetzen können, wie sie es bisher gezeigt haben. Und wenn es so kommt, ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall wieder was, wo wir uns zusammen ansehen werden. Wisst ihr, was in euch? Was in euch? Wisst ihr, was für euch? Das passiert, wenn man einen Vlog macht und merkt, dass die Voltverbindung falsch Richtung läuft. Aber auf was ich eigentlich kommen wollte, jetzt wenn wir wieder mal professionell werden, wir zwei, an was ihr eigentlich nur erkennt, dass ein unterschiedlicher Tag ist, wenn ich ein anderes T-Shirt anhabe. Sonst wird alles so schneiden, als ob es an einem Tag gewesen wäre. Aber am T-Shirt erkennt ihr dann, oh, das war an dem und dem Tag, das war an dem und dem und sonstig. Aber ich werde da kleiner Hund und mache das einfach so und gehe sonst einfach mal drüber, als ob es nichts gewesen wäre. So, bin gerade aus dem Termin bei Calypso raus. Da gab es Tropico 6, Railway Empire, Dungeons 3. Das sind alle Spiele, die ich mir echt gut selber vorstellen könnte. Gerade Dungeons hat mich doch überrascht, weil das zweite fand ich jetzt nicht so cool. Dritte hat aber jetzt ganz gut ausgesehen. Und aber es ist Wahnsinn, was man hier zusammenläuft. Ich habe es mal geguckt. Ich bin so da, wenn ich daheim bin, so wirklich wenig am Gehen. Also wirklich wenig Schritte. Und hier sind es halt, gestern waren es 16 Kilometer, die ich da abgespult habe. Und 16 Kilometer dafür, wenn du sagst, du bist gar nichts gewöhnt, dann ist das fucking viel. Aber, naja, positiver Nebeneffekt. Mein oberster Knopf bei der Hose, den ich zur Seite immer auflassen musste und kaschiert habe mit dem Gürtel, der geht wieder zu. Also vielleicht wird der Ranzen ein bisschen weniger. Also von dem her, Gamescom nicht nur was zum Spielen, sondern auch noch für die Figur. Nur die Pizza, die ich immer esse, die macht es besser. Immer so ein Mythos, was so im Pressebereich ist, was so gezeigt wird, wer so da am Start ist und wie sowas aussieht. Man sieht ja immer vielleicht nur sowas von außen, aber eben auch nicht so wirklich dramatisch viel. Und jetzt sind wir hier bei EA. Und EA ist ja logischerweise ein absoluter, absoluter Big Player überhaupt. Und das merkt man hier auch mal wieder, denn ihr seht es da,
Da sind überall, also ihr könnt überall erstmal zocken, das ist schon mal sehr lässig, man kann einfach mal zocken. Und dann ist es auch nicht nur so, dass man nur zocken kann, sondern man kann auch noch Business-Termine machen und alles drum und dran. Und es gibt auch lecker trinken. Also die machen richtig geilen Kaffee. Das können sie schon immer, haben sie schon immer gekonnt. Und wie gesagt, wer jetzt sagt so, okay, was macht ihr für Spiele? Also das muss man schon sagen, das ist sehr einzigartig, wie EA das auffährt. Und ja, ist immer wieder ein absoluter Blick wert. Der Vorteil bei einer kleinen Kamera ist ja, dass sie klein und handlich ist. Der Nachteil bei einer kleinen Kamera ist, dass sie klein und handlich ist. Was passiert mir bei EA? Ich gehe raus, denke mir so, ganz schön wenig drin in der Hosentasche. Keine doofen Kommentare bitte. Und ja, da merke ich, da ist wirklich zu wenig drin, weil Kamera fehlt. Jetzt bin ich natürlich panisch wieder zu EA zurückgelaufen, habe gesagt so, EA, bitte, 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 Kamera ist weg. Ja, und Gott sei Dank, wie ihr seht, sonst wird es dieses Video nicht geben, war sie noch da. Übrigens, Auto. Ich werde immer gefragt, dass ich gerade ein Auto fahre. So. 1er BMW. Klein und fein. Ja, und dann habe ich die Kamera Gott sei Dank wieder bekommen. Und ja, ein bisschen Dusel gehabt, der Rambach, würde ich sagen, weil sonst gäbe es kein Video, sonst gäbe es kein Content und die ganze Arbeit wäre für den Arsch gewesen. Deswegen, Gott sei Dank, danke EA, dass ihr so gut auf meine Kamera aufgepasst habt. Vlog-Zeit! Totaler Anfang. Ich merke schon, dass ich extra wegrutsche, damit du... Ja, das Schöne ist, es sind 180 Grad, das bringt dir nicht viel. Aber rutsch ruhig. Weißt du, ich habe in der Position immer noch deinen Freund drauf. Und schau mal, wo er sitzt. Also, probier's ruhig. Ein bisschen weg, schneller. Und schon haben wir noch mehr... Nein. Ja, wie letztes Jahr, guter alter, fast schon eine Tradition, wieder mal ein, diesmal ein reines Alcaramba-Treffen. Eigentlich ursprünglich, aber die sind jetzt doch alle nur wegen ihr da. Ist halt leider so. Und wer hier in der Runde, der ein oder andere Bekannte oder nicht Bekannte, wir schauen hier keine Menschen an, oder? ja. Wir sind jetzt hier in netter, geselliger Runde. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Scheiße erzähle, weil sonst kommt von da ein Schlag oder da ein Biss oder irgendwas. Wir sind fleißig dran. Als frisch 30-Jähriger muss ich auch sagen, bin ich schon nicht voll. Nein, also es ist auch mal wieder jetzt schön, so den einen hier hinten, der, das ist halt cool, das Geist, also er ist auch wirklich ein Geist. Ich habe den gefühlt bisher heute den Abend 15 Sekunden gesehen und dann fragt man ihn so, wer er ist und dann denkt man sich, ja doch, schon das ein oder andere Mal kennengelernt. Ja, und das ist wie immer das Coole an diesem Community-Treffen und an der Gamescom, dass man Leute sieht und sich denkt so, okay, den wollte ich mal sehen. Oder halt mal nicht. Nein, Quatsch. Also wie gesagt, auch das Jahr, das war wieder mal sehr schön. Ich würde sagen, wir werden jetzt noch ein Weißbier. Alkoholfrei. Trinken und unseren Spaß haben. Also ich gehe noch einmal in die Runde. Jetzt darf noch mal jeder winken. Ja, warte. Ganz starr. Winken. Mehr. Ja, ich erziehe sie mir noch. Also, dann, wie gesagt, Community-Treffen 2017 läuft. So, und auch auf der Community-Party bin ich natürlich am Start. Obwohl der ein oder andere lustigerweise überrascht war. Aber ich bin da. Grüß dich. Wie ist die Party? Die Party ist super. Wie ist die Stimme geht ja noch. Ja. Also er ist hier sozusagen der Verantwortliche, wenn ihr T-Shirts auf der Gamescom bekommen habt. Oder anderes, oder Codes, ganz viele Codes. Das war der Papa. Das war er. Also ja. Das heißt, ihr könnt ihm dankbar sein. Oder wenn er über euch drüber geworfen hat, dann gehen die Flames an ihn. Das unterschreibe ich nicht so. Nach drei, vier Stunden geht Sabaton los, ja. Und ein Bierchen. Ja, okay.
jeden Fall. Und zeig das deinen Jungs da mal. Immer, viel immer. Spaß am Spiel, viel Spaß im Wohnzimmer. Haut rein, Männer. Tschüss. Tschüss. Ja, ich komm gleich. Ich drück grad auf. Entschuldigung, tut mir leid. Ich muss grad. Hier ist so heute ein bisschen Heimspiel. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Location, wie aber alles aussieht. Das heißt, hier hinter mir ist Bar. Hier drin, da ist jetzt die Band. Noch ist da ein bisschen coole Mucke und so, ganz entspannt. Später tritt er im Sabaton auf. Der dauert jetzt offiziell keine 3 Stunden mehr, aber bringt euch gar nichts, weil ihr seid ja nicht da. Aber auch da werde ich bestimmt das eine oder andere von zeigen. So, hinter mir, aber ein bisschen sitzen. Wenn das alles zu laut ist, so wie mir jetzt eigentlich fast schon, ich schreie eigentlich wenig, aber egal, dann geht es noch in eine separate Area und die könnt ihr euch ein bisschen rüberziehen, könnt ihr euch ein bisschen rüberziehen und ein bisschen chillen, auch sehr nett gemacht. Das heißt, der World of Tanks-Spieler kann hier hinten die Aggression auf Matchmaking rauslassen. Ja, ist so. Und auf Clan Wars. Und auf Clan Wars. Scheiße, buh. So, okay. Da kann man das rauslassen. Dann heißt, hier kann man so ein paar Fotos schießen. Da ist so ein bisschen die Foto-Area. Dann muss man auch dazu sagen, Wargaming, wie immer, hat wunderhübsche Frauen da am Start. Sag hallo. Das Schöne ist, mit der Kamera darf man das. Wenn ich das sonst sage, dann gibt es dicken Flame. Also deswegen da die Damen. Auch T-Shirts ist dieses Jahr wieder natürlich da. Also wer T-Shirts will, bekommt T-Shirts. Dann, was gibt's hier noch? Ah ja, später kommt dann das Meet and Greet mit den Jungs von Sabaton. Das ist auch sogar schon aufgebaut. Seht ihr da jetzt gleich. Da könnt ihr euch dann mieten und greeten. Und eine weitere Wand ist da hinten aufgebaut. Da wird ja ein bisschen der Künstler rausgelassen, so gesehen. Ja, was haben wir noch? Wie gesagt, man sieht, Gaming ist überall da. Das heißt, mal schauen, was hier der Sabaton-Fan so bleibt. Ja, er ist fleißig am Flipperspielen. Läuft es auch? Gerade nicht mehr. Okay, ich habe ihn nervös gemacht. Dann gehen wir mal weiter. Also das heißt, da kann man auch ein bisschen flippern und nicht nur, dass man jetzt sagen kann, oh fuck, ja, ist ja doof, jetzt habe ich hier geflippert und sonstiges, sondern es kann auch gekickert werden. Der Deutsche kickert ja ganz gern. Und nicht nur, dass gekickert wird, ihr könnt natürlich auch noch World of Tanks spielen. Wenn ihr sagt so, mir langen 10-12 Stunden am Tag daheim nicht und auf der Messe nicht, nee, dann spielt ihr es hier auch noch mal auf der Party Area. Also, überall könnt ihr so ein bisschen euch austoben. Damit habt ihr jetzt auch mal so eine kleine, aber feine Übersicht bekommen, was so auf der Community-Party passiert, falls ihr nicht dabei sein könnt. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, habt ihr es jetzt mal gesehen. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere Bild für euch einfangen und ansonsten sage ich, war schön hier. Autos verkauft, aber er ist ein sehr, sehr geiler World of Tanks Streamer. Ja. Er meint den Lieblingsstreamer. Also, ja. Also ihr habt gehört, ich bin der Lieblingsstreamer von eigentlich allen. Oder? Natürlich. Oder? Ja.
Jetzt bin ich hier gerade noch mit Jörn. Das ist ein Presseverantwortlicher oder der Presseverantwortliche, der allerwichtigste in Deutschland. Und wie wir sehen, er hat ein Bierchen, ich habe hier ein Weinchen, schön dekadent. Die Gamescom ist rum, für uns beide so gesehen. Ja, mehr oder weniger. Morgen gibt es halt nochmal kurz den Stream. Aber mehr oder weniger. Genau, mehr und, oder weniger. Und man kann dann, so, glaube ich, so final sagen, also es war wieder eine schöne Gamescom. Auf jeden Fall, es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es war auch, es reicht. Es ist immer schön, wenn die Gamescom zu Ende ist. Genau, also das ist so, genau. wie bei allem, wenn es sehr intensiv ist und sehr, sehr toll ist, aber man ist auch froh, wenn es irgendwann mal rum ist. Genau, das ist wie beim Festival so. Man denkt immer so, ein Abend würde noch gehen, aber am letzten Abend oder am nächsten Morgen denkt man so, jetzt mal wieder eine Dusche, eine eigene und darauf auch mal auf der Couch ausstrecken, ist schon cool. So sieht's aus. Und genauso aus. Geht's jetzt auch. Deswegen hoffe ich und er jetzt mit, dass das Video euch gefallen hat. Natürlich. Und meine Videos sind eh die besten. Das hat mich einen Zehner gekostet, aber das war alles wert. Nein, und dementsprechend freut es mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und bis zur nächsten Gamescom 2018. Ja, Stößchen drauf. Stößchen. Tschüss. Viel Spaß noch.